Ja, hallo zusammen. Willkommen bei einer neuen Runde Titan Quest. Hier ist mal ausnahmsweise etwas... Ach, was willst du denn? Bist du betrunken? Gut, wir machen mal eben hier... jetzt muss ich gucken. Ach, scheiße, ich sehe gerade was. Options-Menü und irgendwo konnte ich... Wie war das bei Video? Nee, ich dachte, ich hätte... bin ich jetzt blöd? Hier kann ich das leider nicht. Offensichtlich. Die hat größer machen. Nun gut. Jetzt muss ich mal gucken. Neuer Mut war es nicht. Ich muss jetzt erstmal nochmal schauen. Den auf jeden Fall. Den nicht. Die hier vier. Hallo? Achso. Gut, die 5. Warum hast du jetzt die 4 nicht angemacht? Achso, Moment. Bin ich doof? Ja, bin ich. Außerdem ist der Mauszeiger recht klein. Also die haben wir aktiviert. Den haben wir auch aktiviert. Okay, jetzt kann es losgehen. Ja, nach der Neuinstallation die erste Aufnahme wieder. Ich muss erstmal hier klarkommen. Ist jetzt ja auch schon wieder 2 Wochen her. Hallo Freunde. Ach, triffst auch mal mit deinem Schild. So, jetzt ist mir die Musik ein bisschen zu laut und der Sound zu leise. Da muss ich wohl unter Audio gucken. Musiklautstärke etwas leiser und den etwas lauter und okay. Wer zuhören, wenn ich schlage. Ah ja, besser. Da gibt es übrigens auch ein Feedback. Ein Trefferfeedback. So. Erstmal reinkommen und dann können wir uns so langsam sicher mal. Ja, ich hatte jetzt ja komplett neu installiert, weil ich ja neues Mainboard, neuen Prozessor und so weiter und so fort. Und ja, dann ist war auch. Hallo? 7? Ah, die 7, alles klar. So, und jetzt habe ich wahrscheinlich, okay, ist nur Scheiße gefallen. Ja, wie gesagt, da ist ein bisschen Gold. Mal gucken, ob hier noch jemand was da ist. Ist was Grünes gefallen, was ich dezent übersehen habe. Warum jetzt hier die UI so scheiße ist, gut, das muss ich nach der nächsten Folge, also nach dieser Aufnahme schauen. Die ist nämlich ein bisschen klein. Da muss ich das UI-Scaling verändern. Das geht, soweit ich mich erinnere. Also nicht wundern, dass es hier so ein bisschen klein ist. Das muss ich nach dieser Folge mal gucken. Ja, nach dem Umbau hatte ich jetzt die Woche ein bisschen gestreamt, ein bisschen aufgenommen. Also gestern zum Beispiel Mafia. Hallo Freunde. Oh, aufgestiegen. Wieso eigentlich? War ich so gut nah dran? Keine Ahnung, scheint so zu sein. Ja, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr. Es ist echt schon wieder 2 Wochen her, dass ich aufgenommen habe. Meine Fresse nochmal. Wir haben 3 ungenutzte Punkte. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich die reinsetzen will. Stecher. 6% Benutzerwahrscheinlichkeit, das ist echt wenig, ne? Ich mag ja diese mit Wahrscheinlichkeiten echt nicht so sehr. Da habe ich... Ne, da müsste ich eigentlich was... Kräuterkunde? Ne, da geht nichts mehr. Da auch nicht. Kann ja hätte ja sein können, dass ich das nicht voll ausgebaut habe. Ausweiden. 180 Schaden durch Blutung. Das ist natürlich nice. Ah, das ist wieder... Na, ich hasse es. Plus 300%. Ja, aber das ist ja, weil wir losrennen. 15% Lebenskraft weniger. Das ist nett, aber nicht toll. Was war das hier? Jagdruf. Ach komm. Wir machen jetzt erstmal, gucken wir nochmal eben bei der Verteidigung. Prozent physischer Schaden erhöht die Geschwindigkeit von Angriff und Verteidigung während eines Adrenalinschocks, ist klar.
Weniger Aufladezeit ist nice. Und Adrenalin 14,5% Aktivierungswahrscheinlichkeit ist. Da gibt es dann. Das ist alles nicht so der Burner. Nichts, was ich unbedingt brauche. Rüstungsbärs da. Reduziert die Rüstung. Ist zwar nett, aber nicht das, was ich brauche. Neuer Mut. Und das haben wir sowieso immer, Kampfdurchblick. Gibt uns Verteidigungsqualität und mehr Rüstung. Naja, ist nett, aber auch nicht der Burner. Okay, also ich wüsste jetzt nicht so richtig. Das hier ist ja abhängig davon. Und das hier hebt mit einer Wahrscheinlichkeit von echt lächerlichen 5% löst das aus. Schwierige Sache das. Und was war das hier? Umgang mit Rüstung, alles klar. Das war Schläger und das war der Rüstungsbärst. Und was gibt es hier oben? Kolossform. Ja, okay. Pass auf. Da habe ich die drei hier reingesetzt. Muss ja eh nach oben kommen. Dann ist das so. Dann noch hier. Hallo, C. C für Charakter. Hä, will der mich jetzt gerade verarschen? Jetzt will er mich aber gerade echt verarschen. C ist doch standardmäßig Charakter, oder nicht? Bin ich jetzt doof? Und ja, die Frage kann ich mir selbst beantworten. Wieso? Hä? Irgendwas ist ja komisch. Optionsmenü, Tastenzuweisung. Charakterfenster. Hä? Hey, willst du mich verarschen? I? Na gut. Ich dachte mal, das wäre C gewesen. Aber man kann sich auch täuschen. So ist das ja nicht. Dann würde ich sagen, geben wir jetzt mal hier wieder auf Geschicklichkeit 2 Punkte. Da müssen wir auch nach oben kommen, damit wir auch treffen. So, und dann können wir jetzt mal weiterschauen. Stoppuhr läuft. Ja, läuft. Hallo Freunde. Tag die Herren. Und so, Freunde, das war das. Ja, wie gesagt, die UI muss ich noch mal ein bisschen hochschrauben, also dass man es auch vernünftig lesen kann. Das ist mal so der Nachteil, die skaliert nicht immer sehr gut. Und soweit ich weiß, kann ich das im Texteditor machen. In der Options-Datei, dass ich die UI größer kriege. Ja, ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Umbau. Jetzt fehlt halt nur noch die Grafikkarte. Was schade ist, aber ich weiß nicht, wann die geliefert wird. Ja, genau, Arschlöcher. So, Penner. Ich hoffe, dass Nvidia dann bald liefern kann. Wenn das so weitergeht, ist die mit 20 GB und ein bisschen mehr Geld. Weiß man nicht, hat man so gehört. Ist schneller raus, als meine 3080 geliefert bekomme. Dann würde ich die nämlich stornieren und mir so eine bestellen, wenn die nicht so wahnsinnig viel teurer ist. Aber das ist alles gerade so in Bewegung. Also ich habe jetzt zum Beispiel gehört, die neuen AMD-Grafikkarten werden beispielsweise eine schlechtere RTX oder langsamere RTX-Funktionalität haben, als es die Nvidia-Karten haben, wobei Nvidia das ja explizit, also sage ich jetzt mal abhängig von der Programmierung unterstützt, während das andere dann auf DirectX basiert. Da muss man jetzt mal schauen, inwieweit das dann entsprechend unterstützt wird. Aber meine Erfahrung ist, und das merke ich auch in vielen Dingen, ob das beim Rendering ist, selbst beim Stream. Ich habe jetzt dann 12 Kerner drinne. Da bin ich noch so ein bisschen am herausfinden, wie hoch man den takten kann, ohne dass das System instabil wird. Aber ganz grundsätzlich ist es so, ganz grundsätzlich ist es so, dass ich beim Rendern der Videos, ich habe das mal getestet, wie gesagt, 12 Kerner übertaktet mit 4400 auf, weiß ich gar nicht, 6 von 12 Kernen. 4425 oder so, ist immer noch langsamer, als wenn ich das Video über die Nvidia-Karte rendern lasse.
Und das ist was, was AMD irgendwie nicht vernünftig geschissen kriegt. Weder auf Prozessorseite noch auf Grafikkartenseite. Von daher werde ich auf jeden Fall bei Nvidia bleiben. Egal was jetzt kommt. Ach, hau ab. Ich sagte, hau ab. Ist gut? Danke. Von daher werde ich da auf gar keinen Fall wechseln. Das hat aber für mich einfach aus meinen persönlichen Erfahrungen zu tun. Es gibt ja so Leute, die Nvidia, weil sie so teuer sind, so, ich sag mal, absolut hassen. Absolute Fanboys. Ey, hier haben wir nochmal, den habe ich vorhin übersehen. Naja, was soll's. Ich bin da völlig, wie soll ich das mal formulieren? Ja, ich würde sagen, entspannt. Also wenn eine AMD eine schnellere Karte mit ähnlichen Funktionen liefern würde, wie zum Beispiel Nvidia es tut, dann würde ich auch eine AMD kaufen. Das ist nicht die Frage. Da bin ich völlig entspannt. Das ist nicht so, dass ich sage, oh, da geht es aber nicht weiter. Warum zum Teufel nicht? Warum muss ich denn hier lang? Gute Frage. Ja, aber das mit der UI muss ich auf jeden Fall gleich mal anpassen. Ich werde diese Folge gleich mal nach der Aufnahme rendern, weil ich heute echt noch ein fieses Programm habe beim Aufnehmen. Ich muss die 5 Folgen für Titan Quest aufnehmen. Ich muss noch 3 Folgen Reign of Terror aufnehmen. Wo mir leider ein kleines Missgeschick passiert ist. Was heißt kleines, eher großes Missgeschick. Und zwar bei der Neuinstallation ist mir mein Char von Reign of Terror flöten gegangen. Wo ist eigentlich meine Minimap-Pen? Und wieso... Nein, du solltest jetzt kein Portal aufmachen. Wieso habe ich ja keine Minimap? Hä, willst du mich verarschen? Wartet mal. Optionsmenü. Audio. Wieso? Triple Buffering. Vollbildmodus passt. Ja, du spinnst wohl. Das stellen wir hier alles auf hoch. Aber ja, plus kannst du von mir das verlassen. Ah, Interface. Ja, alles klar, das stellen wir auf groß. Okay, das ist okay. Trotzdem ist meine Map irgendwie nicht da. Ah, jetzt ist auch da. Alles klar. Okay. Und jetzt brauche ich auch nichts umzustellen. Das heißt, ich kann dann auch gleich die nächste Folge direkt hinterher aufnehmen, ohne dass ich irgendwie in der UI rumfummeln muss oder in der Options-Datei. Aber wo zum Teufel geht es denn hier? Ach, da könnte es weitergehen. Ja, hier geht es auch weiter. Schnauze, Freunde. So, Schnauze. Da ist eine Höhle. Nice. Die Höhlen mag ich. So, das war das für euch, Freunde. Da geht es dann wohl gleich weiter. Dann betreten wir jetzt mal die Höhle. Und dann machen wir mal so. Und machen wir mal... Oh! Ich habe gepennt. Die haben auf mich eingeprügelt und ich habe echt gepennt. Sowas Dummes. Sowas Dummes. Also ernsthaft. Sowas Dummes. Naja, man kann nicht alles haben. 5. Ne, das weiß ich. 6. Und auch die 5. Ja, Dummheit muss bestraft werden. Oder wie heißt es so schön? Ich wollte eigentlich... mir fehlt hier auch was. Warte mal. Jagdruf, doch, da ist er. Der liegt aber auf der 7 und ich habe eben geguckt, wo der ist und dann, ja, gleich mal draufgegangen. Wie das Leben so spielt. Life ist hart und ungerecht. Unfair? Keine Ahnung. Was kriege ich? Ungerecht? Not fair? Was auch immer. Es ist Sonntagmittag und da darf ich auch noch unfit sein. Immerhin sitze ich schon hier und nehme für euch auf. Ich möchte das auch mal, dass das lobend erwähnt wird. So, jetzt gehen wir hier mal rein, holen uns unsere IPs erstmal wieder hier. So, Freunde, aufs Maul. Oh, 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 oh.
Freundchen, Freundchen, Freundchen. So, besser. Dann holen wir uns die EP wieder. Sind zwar nicht alle, aber sind ein paar. Warum habt ihr jetzt nichts verloren? Finde ich jetzt mal echt doof von euch. Ich hole mir mal den Schein. Haut ab. Können wir das mal lassen? Ist das möglich? Hallo Freunde, hier ist ja auch Party, was? Na, 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 na. Aua, mein Gott, nochmal. Was ist denn hier los? Doch. Wie ich es hasse. Keine Ahnung, warum der jetzt wieder verstellt war. Gewöhnliche Kiste übersehen. Ganz traumhaft. Das mit dem Loot-Filter ist manchmal so eine Sache. So, jetzt haben wir zumindest das Zeug aufgenommen, was wir unterwegs nicht oder was wir ignoriert haben. Wenn auch nicht absichtlich. So, da liegst du, Arsch. Hallo, Freunde. So, dicker kleiner Teddybär. So, Freunde. Oh, Bossiger. Aua. Was macht der denn schon wieder für komische Sachen? Kann ich jetzt nicht so nice finden. Nicht wirklich. Alter. Hör doch mal auf hier. Oh, oh, ich muss da weg. Ich muss da weg. Hör doch mal auf, Mann. Meister. Die ist mir ganz schön auf dem Senkel. Kann ich da mal weg? Machst du mal Terrötter? Ach ne, brauchst du. Ach toll. Du machst Terrötter, wenn schon alles vorbei ist. Super Sache das. Ich bin stolz auf dich. Da läuft hier einfach so ein blöder Boss durch die Gegend. Frechheit das. Ja, die Folge muss ich gleich rendern. Außergewöhnliche Kiste. Die Folge muss ich gleich rendern und dann... ihr hattet übrigens gesagt, ich könne das größer ziehen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht wie. Ah, so. Kriegst du dann noch größer? Ich bin ja so ein Blindfisch. Okay, aber immer noch besser als so klein. Aber mehr war hier auch gar nicht, oder? Sieht nicht danach aus. Aber gut, wir haben den Boss mitgenommen, haben ein paar EP gewonnen und das war's hier auch schon, so wie ich das gerade sehe. Ja, wie gesagt, ich werde die Folge jetzt gleich rendern und dann schauen wir mal. Ihr wisst ja, 20 Minuten und so. Aber erstmal kümmern wir uns auch um diese hier. Hallo? Ja. Du auch, Freundchen. Kannst du mal mit aufhören? Danke. Hallo. Ist hier noch irgendwas? Nope. Ach, das ist einfach ein... Was ist denn das? Ach, Brunnen der Weisheit. Dann holen wir uns mal die Kiste und prügeln uns hier mal eben vor noch. Und dann soll es das für diese Folge und für den heutigen Tag gewesen sein. Hallo Freunde. So, kann ich mir die Kiste holen? Nein, kann ich noch nicht. Der will noch mal nerven. Jetzt kann ich mir die Kiste holen. Aha. Durchschlagschaden ist natürlich nice, aber irgendwas fehlte mir, um die zu tragen. Q
Two Close Sense, na dann. Na gut, ihr Lieben, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und sage euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.